Das sind, und das kann ich euch versprechen, das sind wirklich unerschrockene Menschen, weil wir haben das Ganze ein halbes Mal geprobt. Diese Menschen haben sich Gedanken darüber gemacht, wie denn eine Zukunft der Arbeit ausschauen kann. Was es denn dazu braucht, dass nicht nur die Arbeit besser wird, sondern vielleicht auch diese Welt ein Stückchen besser wird. Dieser Text hat eine Grundidee, nämlich, dass wir alle einen Schritt nach vorgehen müssen, um was zu bewegen. Yeah, wir sind im Groove. Okay, der Bodensee vibriert noch nicht ganz, vielleicht trampelt ihr noch mehr. Und der Text geht so. Willst du im Leben etwas gelten, brauchst du Geld. Und wenn du Geld verdienen willst, dann musst du Schaffer, Schaffer, Schaffer go. Denn das war immer so, das sagt die Oma. Und das wird so bleiben, das sagt die Mama. Also tu, was man dir sagt, sagt der Papa, denn du musst Schaffer, Schaffer, Schaffer go. Und du gehst Schritt um Schritt um Schritt, aber du fragst dich doch, ob da nicht doch noch etwas ist, etwas mehr als dieses ewige Schaffer, Schaffer, Hüsselbauer. Da muss doch irgendetwas gehen, da muss doch irgendetwas gehen, etwas mehr, das noch da ist, das man anpacken kann, weil es doch besser ist zu wirken, als den ganzen Tag zu werken, besser Ziele zu haben, als Zielscheibe zu sein. Aber wie soll das gehen, dieses Schaffer, Schaffer, Schaffer mal. Ja, Schaffer mal, dass diese Welt einen Schritt macht. Schaffer mal, dass die Angst vor Veränderung verschwindet, bitte. Ja, Schaffer mal zu sehen, dass auch ein Hamsterrad auf beiden Seiten offen ist. Bitte, Schaffer mal eine Arbeit, mit der man eine ganze Familie ernähren kann. Bitte, Schaffer mal eine Familie ernähren und doch dann auch noch irgendwann Zeit für sie haben. Bitte, Schaffer mal und find Kinderbetreuung für die 60-Stunden-Woche. Bitte, ja, Schaffer mal, dass die Betreuer deiner Kinder auch gerecht bezahlt werden. Bitte, Schaffer mal, dass man die Lehrer fair bezahlt. Dass man die Mütter fair bezahlt, dass man die Pfleger fair bezahlt, dass man all jene fair bezahlt, die die anderen tragen und nicht nur die, die auf fremden Schultern stehen. Ja bitte, schaffen wir mal, dass wir füreinander arbeiten, statt nur gegeneinander. Dass man diejenigen bezahlt, die der Gesellschaft nutzen und nicht die, die nur sich selbst bereichern. Bitte, schaffen wir mal ein Steuersystem, das den Dienst an der Gemeinschaft belohnt und nicht den Dienst an sich selbst. Bitte, schaffen wir mal eine Wirtschaft, die Wertschaft, die Ressourcen nicht verwertet, sondern wertschätzt. Bitte, schaffen wir mal eine Firma, die nicht nur Raum verschlingt, sondern Räume schafft. Bitte, schaffen wir mal eine Firma, in der du nicht nur mitarbeitest, sondern mitbestimmst. Eine Arbeit, die so sexy ist, dass du dort die Nacht verbringen würdest. Bitte schaffe mal einen Job, mit dem du Sex haben würdest. Bitte schaffe mal, dass die Stadt, in der du arbeitest, eine Stadt ist, in der du leben willst. Bitte schaffe mal, dass uns die Erde nicht verbrennt. Denn man kann am Ofen arbeiten, aber nicht in einem Ofen drin. Bitte schaffe mal, dass die Welt so gesund ist, dass uns die Arbeitswelt nicht krank macht. Bitte schaffe mal eine Arbeit, bei der wir Netzwerke nutzen, statt im Netz hängen zu bleiben. Bitte schaffe mal, dass die Technologie dem Menschen dient und nicht der Mensch nur der Technik. Bitte schaffe mal eine Bildung, die Köpfe frei macht, statt die Köpfe füllen. Und schaffe mal, dass wir heute schon an morgen denken. Schaffe mal dran, weil wir selber einmal Kinder waren und andere nach uns wieder Kinder sein wollen. Schaffe mal eine Welt, in der die Kinder von heute morgen noch einen Sinn im Leben finden und eine Arbeit, die nicht nur zum Leben reicht, sondern sie auch bereichert. Schaffen wir mal, dass wir zusammen schaffen, jeder an sich und doch am Ende für alle. Schaffen wir mal, nur einen Schritt zu machen. Schaffen wir mal mit.